Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test in dieser Horrorreihe. Und zwar Witch. Und wir starten gemeinsam, denn Freezy Hacker ist heute mit dabei, so wie eigentlich immer, bei den ganzen Horror Games. Wir können uns erstmal regulär bewegen. Okay. Damit können wir uns bücken. Wenn man das hier anklickt, kann man die Sachen anscheinend öffnen. Ja. Ich mache erstmal alles auf, dann gucke ich, ob hier irgendwas drin ist. Nichts, okay. Ich weiß nicht, was hier passieren wird in diesem Spiel. Kann man hier durch die Herztür? Nee, die ist abgeschlossen. Steuerung ist auch sehr seltsam. Aber naja, von draußen kommt halt noch Licht. Es ist wie gesagt ein Horrorspiel, also ich weiß nicht, was mich hier erwarten wird. Hier gibt es einen Gang mit Türen. Da ist eine 1, eine 2, eine 3 und irgendwie was ganz Seltsames. Natürlich starten wir mit der 1. Die ist zu. Und die 2. Die 3. Wieso geht das denn nicht? Lol, keine von den Türen funktioniert. Vielleicht nochmal. Exit. Ausgang. Und wir müssen irgendwie hier raus. Ich weiß jetzt nicht, wo ich irgendwie den Schlüssel verloren oder vergessen habe. Oh. Lol. Okay, jetzt haben wir ihn. Gut. Jetzt müssen wir hier irgendwie raus. Männchen plus Tür gleich Tür offen. Ungleich Schlüssel plus zwei Männchen. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wie ich das hier interpretieren soll. Vielleicht muss ich mir den Schlüssel ja irgendwie wiederholen. Das ist jetzt ein Rätsel. Es zu versuchen bringt ja nichts. Okay. Also wie war das nochmal? Männchen plus Schlüssel gleich offene Tür. Ungleich Schlüssel plus zwei Männchen. Okay, wenn man sich das jetzt nochmal... Zwei Stück die Tür. Kann man das Ding eigentlich auch wieder zumachen? Was sage ich der Sinn dieses Spiels? Ich habe keine Ahnung. Ich habe in der Beschreibung gelesen, dass es hier irgendwie, dass man hier eine Entscheidung treffen kann, aufgrund der sich das Ende irgendwie beeinflussen lässt. Aber ich habe es nicht verstanden. Man könnte hier einfach rausgehen. Vielleicht muss man ja hier irgendwas anklicken. Hätte ja sein können, war ja mal eine Idee. Männchen plus Schlüssel gleich Tür. Vielleicht muss ich nach unten gehen. Kann ich überhaupt springen? Nein, kann ich nicht. Das sieht irgendwie die ganze Zeit aus, als würde ich immer größer werden. Eigentlich noch irgendwelche. Warum hat mein Charakter auf einmal irgendwie so komische Herzschläge? Okay, hiermit kann man was nehmen.
Hier ist verdammt nochmal nicht. Ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwas Doofes kommt. Okay, großartig weitergekommen sind wir nicht, aber was soll das bedeuten? Dieses Ding hier plus Schlüssel gleich offene Tür. Ungleich Schlüssel plus zwei von diesen Dingern. Ist hier hinter dem Schrank vielleicht noch irgendwas von dem Ding, was ich da nicht gelesen habe? Das wird ja sogar möglich sein. Hey, Moment mal. An der Decke, die Lampe? Nein. Vielleicht muss ich die Tür gebückt öffnen. Wegen den zwei Männchen, wegen den... Nee. Alter, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es verdammt nochmal nicht. Mit den Lampen kann ich auch nicht interagieren. Was soll ich denn hier machen? Das sind die Footsteps. Ah, da bei Exit ist es auch noch eine Tür. Wieder von draußen ein bisschen Vogelgezwitscher. Vielleicht muss ich die Tür ja aufmachen. Vielleicht lacht daran der Sinn. Also auf jeden Fall ein sehr düsteres Spiel, wie man es hier sieht. Dann verstehe ich das. Das Herzkloppen, das kommt aus der Tür raus. Naja, hier ist auch noch eine... Hier ist ja auch noch eine Tür. Ah! Ist der Schlüssel jetzt irgendwie... Oh, nö. Ist der Schlüssel irgendwie da reingefallen? Ey, das ist ja voll scheiße. Hier gibt es ja Türen, von denen du gar nichts weißt. Weil du die gar nicht siehst, so großartig. Okay. Ich versuche jetzt auf jeden Fall mal irgendwo reinzukommen. Aber man kommt nirgendwo rein. Das ist schon wieder scheiße. So, vielleicht haben wir jetzt den Schlüssel, vielleicht aber auch nicht. Ich habe das nicht kapiert. Gerade mal, was man hier noch so machen kann. Man kann sich bücken. Vielleicht versuchen wir das gleich nochmal. Was ist denn jetzt mit dem Raum mit dem Herz? Der geht immer noch nicht auf. Das ist ja doof. Ah! Das verstehe ich so langsam. Ziehen kann man das nicht. Das ist ja übertrieben scheiße. Man kann sich hier bücken. Deswegen war das auch. Okay. Ja, auf jeden Fall sehr lustige Atmosphäre zwischendurch. Ich komme hier irgendwie nicht dran. Weg in die Freiheit ist natürlich nicht aufschließbar. Das wäre viel zu einfach. So. Aber das ist auch schon, das ist auch so scheiße irgendwie. Man kapiert gar nicht, was man hier machen muss. Das ist richtig seltsam, muss ich sagen. Das, da kommst du nicht so ganz klar mit. Ja, aber was muss ich hier machen? Klick, 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 klick. Es ist doch immer dasselbe. Gibt es denn hier noch irgendwelche Methoden, da irgendwas zu bewegen oder so? Enter vielleicht. Hochstelltaste auch nicht. Ja. Das ist der letzte Test gleich gelaufen und wir haben nichts geschafft. Dann ist das traurig. Aber irgendwie wird mir das auch ein bisschen zu blöd, immer wieder hier dasselbe zu machen, weil irgendwie passiert hier gerade überhaupt gar nichts. Ich versuche es einfach nochmal mit der Bück-Methode. Ich versuche mit das Einzige, was du in dem Spiel machen kannst.
Die funktioniert natürlich auch nicht. Ah, ich verstehe nicht, was man hiermit meint. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Kinas, ich verstehe das nicht. Liegt da oben was auf dem Schrank? Nee, das habe ich falsch gesehen. In dem Schrank ist aber auch nichts, oder? Nee. Da hatte ich ja schon nachgeguckt. Da war nichts. Okay, man kommt mit demselben Schlüssel offensichtlicherweise nirgendwo anders rein. Relativ traurig. Aber es war. So. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, war ein netter Versuch, dieses Spiel zu zocken. Ich verstehe das Spiel immer noch nicht. Ich verstehe es auch noch nicht. Sollen wir mal kurz informieren? Ja, du könntest ja mal eben auf YouTube vorbeischauen, ob du irgendwie eine Lösung findest, weil ich wollte im letzten Test jetzt nicht schon aufgeben, nachdem ich noch gar nichts gemacht habe. Du wirst jetzt erstmal noch ein bisschen weiter spielen, ich werde jetzt schon was draus. Genau. Das ist Scheiße, Witch, das Spiel heißt Witch, ja. Würde das Spiel... Let's Play. Gronkh hat das nicht Let's Played. Soweit ich das weiß, also ich kenne seine Horror-Let's Plays eigentlich alle, ich gucke die auch regelmäßig leidenschaftlich gerne, weil Gronkh einfach ein klasse Let's Player ist. Aber genauso wie er bei Candles verzweifelt ist... Das ist Bullshit. Nein, das ist die... Boah. Du musst mal eingeben, ja, which Playthrough. Ich möchte nämlich hier irgendwie durchkommen. Wer ist das? Das ist aber gerade echt düster. Playthrough, du Affe. Gameplay ist viel besser. Mit Facecam. Ich frage mich die ganze Zeit, was wir machen müssen. Dieses Ding sieht irgendwie so ein bisschen aus wie der Slenderman-Kopf. Kannst du mal an die Stelle gehen, wo ich gerade bin? Ach, ich verstehe es nicht. Uah. Ich habe da gerade Dingens gesehen bei dem auf dem Bild, als er sich das angeguckt hat. Geh doch mal einfach an den Anfang und lass es mal laufen. Vielleicht finden wir noch eine Möglichkeit, dieses Spiel durchzukriegen. Da bist du auch, oder? Oh! Ja. Der Waschbecken ist ein Schlüssel. Der Schlüssel, der ist im Waschbecken. Und da kommt man jetzt nicht dran. Genau, das ist mein Problem. Ich komme da nicht dran. Warte mal, ich gehe mal eben nach oben, Kinas. Den Schlüssel hatte ich ja schon. Mensch, plus Schlüssel ist gleich Tür offen. Ungleich Schlüssel plus zwei Menschen. Ich verstehe das nicht. Nicht, wie dieses Spiel weitergeht. Du kannst mir ja helfen, wenn du willst. Oh, guck mal, ein kopfloses Mensch. Ja, wie ist der da hingekommen? Ja, guck mal hier so. Hallo, wie ist der da hingekommen? Nach oben gelaufen. Da wurde diese komische Nachricht, Schlüssel, bloß was ich ist. Den habe ich aber gar nicht gesehen. Da geht's in Raum 1, reingehen. Da bin ich reingegangen. Ja, genau. So, und in dem Schrank hier ist nichts. Wir holen uns nämlich gerne mal zwischendurch Lösungen aus dem Internet, wenn wir nichts Besseres wissen. Oh, wie bauernmäßig ist das denn? Ich sehe es gerade. Hier oben ist ein Schlüssel. Ich könnte kotzen gerade. Dass ich so ein Bauer bin und das nicht sehe. Das ist richtig geil. Da lache ich mich immer noch kaputt. Die ist nicht gefährlich. Die gibt dir nur Schlüssel und sagst so, geht da lang. Ist tot, ist klar, oder? Guck mal das Herz. Ja, kannst du mir den mal geben? Hier entlang. Jalla. Schlüssel gleich. Das oder Herz. Ach so. Ach so, jetzt verstehe ich auch, was mit der Entscheidung gemeint war. Alter, die kommt hinter einem her. Ja und? Die Leute fahren nach. Ey, wir können uns. Was war das denn? Wir können uns übrigens zwischen dem Slenderman hier, dem Ding entscheiden und dem Herz. Welches sollen wir nehmen?
Warten wir mal. Was ist denn Sven damit für einer? Das hier, dieses Bild. Hey, ey, wo ist die Kleine? Scheiße, Alter. Ich weiß doch, gerne da rein. Die ist wahrscheinlich bei dem Herz. Auf jeden Fall ziemlich geiles Indie-Game, muss ich gerade mal sagen. Wir haben so lange gewartet. Hey, da ist sie. Hi. Komm mal mit. Komm, wir gehen mal in den Herzraum. Bitte aufmachen. Bitte aufmachen. Lass mir mal den Schlüssel geben, Kleine. Hallo. Geh rein. Muss ich wahrscheinlich vor die Tür stellen und warten. Ja, wie lange soll ich denn noch warten? Wie tief willst du denn noch in mir drin stehen? Das hat sich gerade extrem gay angehört. Übrigens wurde der offensichtlicherweise... Alter. Was war das? Und wieso geht die immer hin und her? Ich verstehe das nicht. Das sind die Hexe, oder? Jetzt ist die im Raum 1. Warum hat die den Schlüssel eigentlich jetzt eingesteckt? Ja, die kommt die ganze Zeit hinter einem her, wenn man sich umdreht. Like a Slender. Alter. Wetten, die ist jetzt wieder unten. Ey, was ist das für ein behindertes Durcheinander? Ich verstehe das nicht. Dieses Spiel ist so absurd. Was musst du denn da überhaupt machen? Hast du mir das nicht sagen? Du musst rückwärts in die reingehen, dann verschwindet die von der Position. Aha. Jetzt ist die wieder oben. Dass du mir da nicht weiterhelfen kannst. Du hast so lange Zeit, um dir das anzugucken. Das Spiel war... Okay, dieses Walkthrough ist scheiße. Okay, wenn du auf die zugehst, dann ist sie weg. Hard Ending. Es gibt zwei Endings. Mit dem Herzen mit dem Slenderman. Welches willst du denn machen? Das mit also ich mag Slendy, also würde ich mal sagen Slenderman, oder? Ja, wie macht man das? Kannst du mir das sagen, sonst ist die gleich weg. Ich warte hier einfach ein bisschen. Sorry, wenn wir euch ein bisschen nerven mit dem Scheiß, aber wir wollen das hier ein bisschen durchkriegen. Und alleine schaffen wir es dann irgendwie nicht, weil das ist so durch, das ist so behindert, das Spiel, so durcheinander. Aber wir wollen das halt ein bisschen testen und dadurch, da müssen wir es auch durchspielen, weil es ein ziemlich kurzes Spiel ist. Was muss man denn jetzt machen? Hallo? Verstehe ich das auch. Du musst mit der zum Klo hingehen oder so, ne? Ja, weil das ist der Kopf von der Toilette, glaube ich. Ist kein Scherz. Komm, jetzt sei hier unten, bitte. Boah, jetzt ist die Alte in dem anderen Raum. Scheiße aber auch. Da man hier auch nicht rennen kann. Oder eine Zombie-Modus-Map auf der Karte hier. Das wäre nicht lustig. So, jetzt ist die da weg gerade. Hoffen, dass sie... Mann, jetzt geh doch mal nach unten, Alter. Mann, du kriegst da deinen Kopf wieder. Dann geh auch nach unten, geh putzen. Versuch dich umzubringen, funktioniert nicht. Was? Versuch dich erlegen. Nee, egal. Was versucht die? Versuch dich umzubringen, funktioniert nicht. Wie, verstehe ich jetzt gerade nicht? Okay, mag das nicht so verfolgt zu werden. So, wie mache ich das? Also du musst irgendwie die, du musst irgendwie von dem Waschbecken, da, das es gibt irgendwo eine Rohrzange, da musst du das Waschbecken kaputt machen, weil das Waschbecken ist der Schlüssel, verstehst du? Ja, die Alte muss zum Klo, richtig? Rohrzange musst du holen. Wo ist die? Keine Ahnung.
Okay, ich will jetzt nicht noch mehr Zeit vergeuden. Jetzt sag mir mal eine Antwort. Jetzt sag mal an. Hallo? Alter, kannst du mir mal irgendwie zur Seite stehen? Verdammt nochmal. Ich will wissen, wie ich hier durchkomme. Na kurz. Da hatten die Zuschauer jetzt gerade schon lange genug hier auf Trab. Die hat den Schlüssel. Wo ist die Ortsange? Die Ortsange ist in Raum 2. Ach so, ich habe nur gar nicht gedacht, dass das Schränke sind. Oder? Ah, die kommt ja mit. Cool. Ja, das Ende. Wie sie dir gleich dankt, ist am besten, weil die muss ja ihren Kopf wenden. Die Ortszange drin in dem Raum. Neben dem Schrank, glaube ich. Kannst du ja auch wirken. Die glaube ich irgendwie neben dem Schrank. Dankeschön. Du musst aus der Toilette und da den Schlüssel, diese Dinger. Das Spiel hat immer so zwei Enden. Ja, und für wie sieht das dann aus beim. Und ich gebe mal gleich, ich dachte jetzt mal gerade, es gibt ein Ende, das ist für dich gut und es gibt ein Ende, das ist für diese komische Hexe gut. Rate mal, welches Ende du gerade machst. Das, was für die Hexe gut ist. Ja, yep, das ist der Schlüssel für Schlüssel. Jetzt kannst du in Raum 3. Hat es in Raum 3? Das werden wir wohl in Kürze erfahren. Aber das ist ja richtig geil, dass das jetzt gerade vorangeht. Stopp, Raum 3 ist Toilette. Das ist die Toilette mit dem Klo. Kann ich mich immer noch für den Slenderman entscheiden? Wir machen einfach weiter Gameplays, wie das dann ist. Was ist denn? Im Schrank ist irgendwie deiner Schlüssel. Lol, das sind die Credits. Ne, warte mal, es gibt nur ein Ende, glaube ich. Ach, das ist kein Slenderman, das hat einfach nur, dass da der Kopf drin ist. Hier ist irgendwo der Schlüssel für den Kopfraum, such den mal da. Jetzt kannst du diesen Slenderman-Raum in Anführungszeichen, das ist nicht jetzt auch mit dem Kopf. Und die Alte soll sich erstmal verpissen. Nee, ich habe aber auch gelesen. Lass sie auf und dann raus. Du musst die Toilette aufmachen. Wieso dann raus? Weil der Kopf von der Alten drin ist. Jetzt gehst du vorbei an der und dann holst du den Kopf raus. Nein, du musst aus dem Raum raus. Na los, geh rein. Soll ich mir das angucken? Ja. Och schön, jetzt hat sie ihren Kopf wieder. Ui. Jetzt ist sie auf einmal wieder weg. Ey, die versucht rauszukommen. Jetzt ist das Spiel übrigens zu Ende. Jetzt hat sie den deutschen Hart mit dich umbringen. Hallo. Die will ich gleich umbringen. Ist ja klar, oder? Du kannst nicht mehr raus. Tür ist weg. Das ist deswegen auch Schlüssel plus kein plus Herz gleich. Schlüssel plus kein Herz gleich Tür offen, aber wenn sie den Kopf hatten, das Herz, dann ist, kannst du nicht mehr raus, verstehst du? Die ist echt nett, die dankt dir richtig geil, oder? Du kannst dich ja ausweichen, aber du jetzt dann schnell, wenn sie dich umbringt. Pass auf, erzähl mal, wie viele Messerschichten ich brauche. Eins. Das ist eine dämliche Schlampe, Alter. Zwei. Das war drei. Das ist schon einer mehr. Fünf. Sechs, sieben, acht, neun. Nach neun Schlägen bist du tot, weißt du? Zehn. Elf. Zwölf. 20. Wieso ist die jetzt frei?
Ach so, du bist dann der Nächste, der da drin gefangen ist. Jetzt verstehe ich das auch. Wedge. Auf jeden Fall ein ziemlich lustiges Spiel. Wir werden auch mal gucken, ob wir... Und wir sind wieder bei Witch. Dieses Mal versuchen wir es mal anders. Wer sich an den letzten Part erinnert, der weiß, was so passiert ist. Und dieses Mal geht es nur darum, die Alternative zu nutzen. So. Und wir haben ja gesehen, dadurch, dass die Hexe, dass wir der Hexe ihren Kopf zurückgebracht haben, hat sie uns dann am Ende umgebracht. Umgebracht, nicht das Herz rausgehauen und für die nächsten sind die hier rumsitzen. Naja, genau. Ja, jetzt verstehe ich auch, wieso die ganzen Stiche waren. Das musste zur Form passen. So, und die Alte, die ist dann wieder hier. Da fehlt ihr übrigens das Herz, sieht man, so ein bisschen herzformmäßig. Er gibt doch her. Dass man den nicht wegschnappen kann, das regt mich auf. Das ist der Schlüssel, um da rauszukommen. Oh, Zange, wie gesagt. Wenn man sich hier umdreht, ist die übrigens da. Aber das ist nicht so schlimm, weil da erschreckt man sich eigentlich auch nicht mehr nach einer Zeit. Erste Mal war schlimm, aber die anderen Male, nee. Ich meine, du drehst dich nur um, weißt eh, dass sie vor dir steht. Und dann passt es ja. So, jetzt haben wir den Schlüssel hier auch. Ja, das Spiel ist komplett. Einfach nur Witch. So wie die TV-Serie mit den Hexen. Kennst du Ja. die? Die Scheiße. Da ist die Olivia. Da ist der letzte Schlüssel. So, und Ich jetzt glaube, du möchte. machst gerade das gleiche nochmal auf Deutsch gesagt. Gibt es überhaupt ein anderes Ending? Ja, klar gibt es ein anderes Ende. Woher weißt du das? Weil ich es weiß. Weil es in der Beschreibung stand, als ich mir das Spiel kostenlos heruntergeladen habe. Übrigens werden wir auch mal gucken, ob wir den Download-Link irgendwie noch hinkriegen. So, und da, wo wir letztes Mal waren, stehen wir jetzt an der Herztür. Warum das denn? Was ist der Unterschied zwischen den Türen? Oh, ich verstehe. Was denn? Guck mal auf den Schlüssel drauf. Was für Schlüssel ist es denn? Ah, jetzt verstehe ich das auch. Bei der Rose, bei dieser, da stand irgendwo, dass du zu einer Vase musst, wo Rosen drauf sind. Was? Nein, ich verstehe das. Die setzt sich den Kopf auf, wenn du das hier aufschließt. Während sie sich den Kopf aufsetzt, lässt sie ja den Schlüssel, wo Exit draufsteht, fallen. Und so kannst du weg. Nein, ich denke nicht. Das ist der Schlüssel für diesen Raum. Dann gibt es noch den Herzraum, oder? Ja. Und dafür gibt es auch noch einen Schlüssel hier irgendwo. Und du musst einfach die andere Tür aufschließen und die müssen wir zulassen, verstehst du? Weil wenn sie den Kopf nicht hat, kannst du uns nicht sehen und nicht dich decken. Wenn du das Herz hast, hat sie wieder Emotionen. Und dann gibt es uns vielleicht den Schlüssel, lässt uns raus. Hier steht irgendwas, hier irgendwo eine Blumenvase ist. Und in dieser Blumenvase ist der Schlüssel für das hier den Herzraum. Ja, aber wo soll eine Blumenvase denn sein? Viel Spaß, eine zu finden. Das ist ja sehr, sehr verzwickt heute. Die Tür darf auf jeden Fall hier aufnehmen, dann bist du tot. Ich weiß. Ach komm, wer ist dir eigentlich die Datei zum, womit du da startest? Die Exit-Tür kannst du eigentlich auch aufschließen, das ist die Tür für dieses Ding, was sie hat, aber wenn du reingehst, ist dann irgendwie, da ist ja gar nichts, das ist einfach nur ein leerer Raum. Wo soll denn diese Blumenvase? Oh, da ist die Alte. Wo soll die denn bitte sein? Ui. Kannst du mir mal sagen, wo die Blumenvase ist? Ja, es wäre schön, wenn du mir erst sagst, wie die Datei heißt, weil Witch ist nicht der offizielle Name von diesem Spiel. Klar ist das der offizielle Nö, Name. würde nämlich was kommen. Es gibt keine Google-Ergebnisse dazu, gar nichts. Dann müssen wir mal schauen. Wie heißt die Datei?
Die heißt einfach nur Witch. Ich kann es gerade nicht nachschauen. Weil ich gerade dabei bin, das hier aufzunehmen, falls es dir aufgefallen ist. So, ich bin Idiot. Witch. Witch Gameplay, so heißt die Scheiße. Tja, da. So, ich warte hier mal etwas, bis wir dann die Lösung haben. Oder ich laufe einfach ein bisschen durch die Räume nochmal durch. Müssen wir mal eben gucken, wie das zu Ende geht. Hier lang. Raum 3. Raum 3 ist der Schlüssel irgendwo. Da direkt hinter der Tür ist der. Boah, das ist so unfair. Raum 3 nimmt direkt hinter der Tür. Boah, im Ernst, oder? In den Herzraum musst du als erstes rein. So. Perfekt. Dann können wir es hier durchspielen. Geh mal da rein. Oh ja, appetitlich, oder? Ach so, die muss da reingehen, jetzt verstehe ich das auch. Na, dann geh du mal da rein, Schelminski. Oh. Hurra, und jetzt das andere. Das andere nicht. Jetzt ist sie in den Raum und bringt dann wo sie gestochen hat. Was passiert jetzt? Ja, jetzt kommst jetzt. Rate mal. Das Ende, wo du eine der Sieger bist und nicht die. Alter, die hat das Messer trotzdem in der Hand. Ja, aber jetzt bringt sie sich selbst und nicht dich. Ach so, jetzt verstehe ich auch. Die hat sich letztes Mal das hier angeguckt. Deswegen hat die mich umgebracht, weil die dann verstanden hat, dass sie so rauskommt. Schlampe. Schade, dass man nicht noch zutreten kann. Kann man die durch die Gegend schieben? Nee, schade. Jetzt kannst du den Schlüssel aufheben und raus. Stell dir mal vor, ich könnte jetzt nur die Tür hier aufschließen. Was passiert dann eigentlich? Lass es lieber. Ich kann sie jetzt veröffentlichen, diese. Oh. Hurra! Frei! Und jetzt Das war Witch. verabschieden wir das Gebildet ab. Tschüss! Tschüssi, Leute, danke fürs Zusehen. Peace, Bros.